Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Attackiert. Und war das knapp. Christian Panda. So sieht das der Trainer gern. Und nun Leon Andreas. Christian Panda. Schmiedebach. Stindl. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Panda! Und der ist drin! Normalerweise mache ich immer die Augen zu, wenn er schießt, aber jetzt hat er getroffen. Ja, also das habe ich seit Monaten, um nicht zu sagen, seit Jahren nicht mehr gesehen. Man könnte fast meinen, er wäre angeschossen worden. Hand. Olic. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Stindl. Und nun Leon Andreas. Und Leon Andreas.
Guter Pass. Christian Pander. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Wo ist die Schwachstelle in der gegnerischen Abwehr? Schmiedeball. Christian Pander. De Bruyne. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Das Bällchen rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt suchen sie die Lücke. Er attackiert ihn, er will den Ball. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Hand. Stindl. Christian Pander. Das war ja schon fast eine mutige Leistung, diesen Bombenschuss zu halten. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Ein paar mehr Tore. Das wäre es gewesen, aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Stindl. Christian Schulz. Christian Pander. Und nun Leon Andreas. Schmiedeball. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Luis Gustav. Schmiedeball. Luis Gustavo. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Jetzt muss er ihn reinspielen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Olic. De Bruyne. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Schmiedeball.
Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Luis Gustavo. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Schmiedeball. Und nun Leon Andreas. Links ist jemand mitgelaufen. Jetzt wird es prickelnd. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft sein. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Schlau dran. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Luis Gustav. Unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen.